Bitte, Moderatorin. Fängt ja. Schon an? Ja, schön. So, mein Neffe und ich werden jetzt uns unterhalten über Synonyme, wobei er die Ausdrücke sagt im A1, A2 Niveau. Bei mir A1, A2 Niveau. Ja, ja, und ich werde dann hinzufügen B1, B2 Niveau. Ja, aber was ist Unterschied? Heute machen wir nicht nur für die Wörter, ja, sondern Synonyme, Sätze. Ja, ja, und du hast mir die Umgangssprache. Vielleicht. Und ja, ich das etwas gehobene Deutsch. Ja, okay. Dann fangen wir an. Ja. Die erste Sätze oder der Wörter, erste Satz. Satz. Ja. Das erste. Der erste Satz. Der erste Satz. Vielen Dank. Ja, habe Dank. Ich bin dir sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Ja, ich bin dir auch sehr dankbar. Dir, ne? Ja, kann sein. Ich bin euch sehr dankbar, wenn es viele sind. Okay. Okay. Noch gibt es Alternative? Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei dir. Das ist eine Alternative. Ja, das ist B2 Niveau. Ja. Okay. Ja. So, zweite. Mir geht es gut. Ja. Ich fühle mich wohl. Lauter. Lauter. Willst du das machen, Bedi? Ich fühle mich wohl. Okay. Aber was? Mir fehlt nichts. Mir fehlt nichts. Ja. Ich fühle mich wohl. Okay. Nee, ich fühle mich wohl, ja. Genau. Mir geht es gut. Ich fühle mich wohl. Ja. Perfekt. Dann dritte, ich heiße Ali. Ja, mein Name ist Ali. man ruft mich Ali. Ja. Mein Vorname ist Ali. Ja. Haben wir noch? Das, ich weiß also, mein Name lautet ja. Ali. Ja. Das kann also sein. Ja. Okay. Ja. Okay. Los, vierte. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist ein guter Einfall. Das ist Einfall. Gute Entscheidung. Gute. Ein guter Einfall. Okay. Das ist sehr sinnvoll. Sehr sinnvoll. Ja. Was haben wir noch? Ein kluger Gedanke. Ein kluger Gedanke. Ja. Okay. Ah, habe ich also in Umgangssprache gut gedacht. Ja, natürlich. Das ist die Umgangssprache, ja. Okay. So, nächstes. Fünf. Wohnst du in Berlin? Ja. Wie dein, kann man mit Berlin wohnen? Ja, ist dein Wohnsitz in Berlin? Berlin. Okay. Das ist eine Frage. Ja, also ansässig ist und da sagt man nicht. Hast du deinen Wohnsitz in Berlin? Okay, das sei da. Okay, nächstes. Hilf mir bitte. Ja, kannst du mir helfen? Kannst du mir Unterstützung leisten? Unterstützung leisten? Unterstützung. Wie wäre Unterstützung geben? Ja, auch. Auch sein. Ja, ja. Ich warte deine Hilfe. Ich warte auf deine Hilfe. Kann sein? Ja. Warum laufst du? Warum? Ja. Kannst du mir behilflich sein? Hatten wir schon? Nein. Kannst du mich? Kannst du mir behilflich sein? Okay. Das ist sehr üblich. Kannst du mir behilflich sein? Okay. Ja. Okay. Nächstes. Als B1 oder A2, ich fahre nach Deutschland. Ja, wie kann man? Ich habe vor, nach Deutschland zu reisen. Ich möchte in Deutschland leben. Nach Deutschland ja, fliegen oder fahren. Nach Deutschland fliegen. Ja. Komm hier. Hintergrund. Hintergrund.
Hintergeräusche. Ja, eigentlich wüsste ich jetzt nicht mehr, was man sagen könnte. Okay. Möchtest du nach Deutschland? Nee. In Deutschland leben ist interessant. Ist was anderes, ganz was anderes. Ja, in Deutschland sein? Das ist was anderes. Anders. Nach Deutschland fahren, dann fährst du und fährst vielleicht auch wieder zurück. Ja. Vielleicht. Aber er möchte in Deutschland sein, ist das bleiben. Ne? Das, davon okay. spricht man auch nicht. Also ich möchte nach Deutschland reisen. Okay. So, nächstes. Mein Handy ist kaputt. Ja, mein Mobiltelefon funktioniert nicht mehr. Ja, das habe ich auch gehört. Mein Mobiltelefon ist nicht einsatzbereit. Einsatzbereit. Ich kann es nicht einsetzen. Ja, es funktioniert nicht. Mein Handy ist nicht mehr der neueste. Ist das anders, oder? Nein. Also mein mein Onkel sagt immer falsche Version. Mein Mobiltelefon. Nicht erreichbar. Defekt hatten wir schon. Defekt? Nein. Kaputt? Ja. Defekt. Defekt ist besser. Kaputt ist Umgangssprache. Ja, ja, verstanden. Okay, nächstes. Ganz einfach. Was machst du? Ja. Ja. Mit was beschäftigst du dich gerade? Was? Mit was beschäftigst du dich gerade? Das ist gehobenes Deutsch. Ja, ja. Was tust du gerade? Mit was beschäftigst du dich gerade? Ja, was tust du? Was tust du? Ja. Aber beschäftigt ist okay. Mit was beschäftigst du dich gerade? Mit was bist du beschäftigt? Auch. Mit was bist du beschäftigt? Geht auch, ja. Ja, okay. So. Die Liste ist, hast du mich verstanden? Ja. Hast du es begriffen? Hast du es begriffen? Okay. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ja, sehr üblich. Ja. Was noch? Hast du das kapiert? Ja, das ist Umgangssprache. Das ist, ne? Kannst du das kapiert, ist Umgangssprache. Ja, aber ja, ich hab das ist kapiert, ist kein gute Umgangssprache. Das ist Umgangssprache gut. Das ist Italiano. Capito. Italiano, das ist einfaches Volkssprache. Ja, das ist ja Umgangssprache. Kapiert? Umgangssprache ist einfache Volkssprache, ja. Ja. Aber wie ein formell Sprache. Ja. Wie kann man B2-Niveau, hast du verstanden, sagen? Ja, ja, ja. Das andere ist, hast du es begriffen? Das ist auch so ein bisschen, dass ich denke, du bist nicht ganz so clever. Okay. Hast du jetzt endlich begriffen? Und, okay. Ist alles klar, keine Fragen mehr. Ja, das ist höflicher. Ja. Hast du verstanden? Bisschen? Ja. Ja, unhöflich, aber sagen wir. Ja, vor allen Dingen. Ist das klar? Ja, hast du es jetzt begriffen? Das ist ein bisschen, tja. Ja. Okay, alles. Ende. Was du nicht sagen darfst, was bist du gerade am Tun? Das ist... Ja, wenn du, anstatt, wenn du, was machst du? Pass mal auf, wenn du sagst, hier ist Level B1 ja. und hier ist Level A1, okay. dann ist, was bist du gerade am Tun, ist 0,1. Ja, verstanden, ja. Ja, Null-Niveau. Null-Niveau. Okay, das gibt nicht. Okay. Hast du mich verstanden? So. Hast du haben wir heute gemacht? Ja. So. Was haben wir heute gemacht? Was du heute gemacht hast? Ich soll dich fragen, mit was hast du dich heute beschäftigt? Heute? Beschäftigung beschäftigt sich mit Lesen, mit Malen, mit Essen, mit Kochen. Ja. Das sind alles Beschäftigungen. Und womit hast du dich heute beschäftigt? Was hast du heute gemacht? Ist das eine Frage an mich? Ja. Was? Ich habe mit meinem Onkel zusammen gebetet. Ja. Zum Moschee gefahren. Ja. Ja. Ich bin gefahren. Wir sind gefahren. Ja, und ich habe ihn gefragt, wer ist gefahren. Ja.
Heute, wir haben Synonyme, Sätze zusammen gelernt und dann für Sie ein Video gedreht. Ja. Wenn Sie das gefällt, wenn Ihnen oder wenn euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat. Hat. Oder gefällt. Gefällt, ja. Bitte klicken Like und dann folgen Sie uns. Ja. Ja, vielen Dank. Und dafür natürlich mein Onkel. Dankeschön. Das war schön. Das letzte war.